Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Anhänger hier vorstellen. Hier handelt es sich um den Fontura FTM 200-7,5 oder .5. Er ist auch hier für die Konsolen da, finde ich ganz cool natürlich. Ja, also, der kostet hier 50.500 Euro in Anschaffung und Leasing 2.575. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, wie wir hier sehen, also von Reifenhersteller Trennebock mit Standardbereifung auf die Michelin zu wechseln oder wieder retour. Wir haben hier eine Ladekapazität hier von 39.000 Liter. Das Coole natürlich dran finde ich, ja, er hat jetzt Beispiel hier den Kornschieber zum Beispiel. Wir haben hier hinten also Schutz für die Rückleuchten. Das ist schon mal eine wirklich super Sache. Wir haben hier auch wir sehen hier auch ja Kotflügel so her mit Warntafeln dran. Ja, und ich würde mal sagen, wir schauen das gute Stück natürlich jetzt hier auch genauer an. So, ich habe mir schon mal gekauft und auch schon mal beladen, wie wir auch jetzt hier sehen. Ja, lenkt die Achse auch mit. Das Ganze ist hier also mit, also ich glaube, das sieht aus wie verzinkt, kann mich auch täuschen. Wir haben jetzt hier auch an der Seite auch hier Warnaufkleber da und hier hinten, wie wir sehen, hier auch Rückfahrscheinwerfer, eine Kupplung leider für einen weiteren Hänger haben wir leider nicht. Begrenzungsleuchten haben wir auch da. Das ganz Gute, was mir daran gefällt, ist hier an der Seite hier, also die Elektraulik so her. So, und hier, ja, wie man sehen, Kugelkopfkupplung und dynamische Schläuche hier auch vorhanden. Wir steigen einfach jetzt mal ein und starten mal hier unseren Trecker. Oh, da fahren wir auch mal zu der Wirtschaft, denn ich habe mal Kartoffeln beladen. Das sind wir jetzt hier, dass die Achsen mitlenken. Schont natürlich den Reifen. So, dann fahren wir mal so rüber. Haben wir jetzt auch hier ganz gut hier. Blinker macht auch anscheinend. So, machen wir auch gleich mal die andere Seite. Ja, wir sind jetzt ein bisschen zu viel im Licht. Ihr könnt das nachher natürlich noch im Dunkeln schauen. Und wir schalten jetzt erstmal hier das normale Licht ein. Sind wir hier. Wir haben auch hier einen Schein am Boden. Die Wirtschaft müsste, glaube ich, hier sein. Mal gucken, dass der mal ein bisschen schneller geht, der gute Mann. Weil die Leute haben Kartoffeln bestellt, die haben jetzt gerade die Pommeswochen. Ja, da haben sie ein paar Leute eingestellt, die was fleißig hier immer Kartoffeln schälen, haben sie gesagt. So. Also sind wir jetzt hier, wenn wir jetzt nochmal zurückfahren. Der Achse. Also die arbeitet auch ganz gut. Laden wir einfach mal die Kartoffeln ab. Jetzt mal hier so. Da kommt jetzt aber die Füllplane sehr spät und haut dann auch durchs Gitter durch. Jetzt nochmal, kommen wir nochmal zu und dann also mal schauen, ob die auch durch den Kornschieber rausgehen. Es ist ja nicht, aber wir schauen uns mal. Ja, sie quallen sogar klein durch den Kornschieber raus. Sieht ganz cool aus. Da kannst du jetzt noch zählen, die Kartoffeln. Ja, die Füllplane, wie wir hier sehen. Er drückt auch, wenn man sieht, hier schön rauf. Ja, es ist ein guter Gadget jetzt mal. Also einer sagt ja, der hat sie nicht alle durch den Kornschieber. Aber ich zeige mal ganz gut, weil die Wirtschaft nimmt leider also kein Getreide. Die nimmt hier, wie wir hier sehen, nur also Zuckerrüben, Kartoffeln und Zuckerrohr. Mehr nimmt die nicht. Und Eier. Aber Eier kannst du hier hinten nicht laden. Also. Ja, dann machen wir eigentlich noch hier unser Lichttest auf alle Fälle mal, dass wir jetzt im Dunkeln das Ganze gut und mal uns anschauen. Ja. Fahren wir mal ein Stück mal vor ins Dunkle. Rundum leuchten mal aus. Haben wir jetzt hier ein bisschen dunkler. Sehen wir jetzt hier Bremslicht, Rückfahrlicht, das Ganze auch. Sehen wir auch jetzt hier die Begrenzungsleuchten. Auf alle Fälle sieht ganz gut das aus. Jetzt hier nochmal den Blinker nochmal extra. So. Also ich finde, das passt ganz gut. So, jetzt gehen wir natürlich wieder ins Tagesprogramm wieder über.
So. Jedenfalls ein toller, also Hänger finde ich. Ein bisschen viel, muss ich wirklich sagen. Also je nach Tageszeit. Gut, hier und Winkel, die unten die Stoßstange oder der Rammschutz und die Seiten, die Kotflügel ein bisschen sehr reflektieren. Kann sein, dass es also bei manchen also was ausmacht, zwecks wegen der Performance, muss man auch noch so sagen. Aber sonst also finde ich den ist ganz gut gemacht, den Hänger. Und ich würde mal sagen, schalten wir das normale Licht jetzt wieder aus. Ja, und wir schauen uns gleich auch jetzt hier mal, wenn ich jetzt mal hier auch gleich die Lok an. So, stellen wir einfach mal so her. So, unsere Lok, wie wir hier sehen, also ist soweit das fehlerfrei. Davor habe ich den Hubschrauber euch ja gezeigt gehabt, als ihr das Video gesehen habt. Und das ist jetzt hier der ist fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Und natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.